Ja, hallo, hier ist wieder Antje von der Stempelinsel. Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal in einem stürmischen Wochenende. Hier plästert und stürmt es ganz ordentlich. Ja, der Herbst ist da, aber ich mache heute mit euch weiter in Sachen Weihnachten. Und ich hatte ja in meinem letzten Video schon gesagt, das Ganze mit den Weihnachtsbasaren steht an. Und ich habe heute zwei Projekte für euch. Einmal eine Schokoladenverpackung und einmal eine passende Karte dazu. Und ich zeige euch mal, was ich hier schon fertig habe. Das sind also meine Produkte, die ich dann wieder auf einem Basar verkaufen möchte. Das sind einmal die Schokoverpackungen, passend für so eine kleine Schokolade, die ihr überall im Handel auch bekommen könnt. Ja, und ich habe hier gearbeitet mit dem Set oder mit der Reihe, besser gesagt. Ich hole euch das mal hier hervor aus dem Katalog Magischer Winter. Und das hatte ich euch schon vorgestellt. Und mich erinnert das so ein bisschen an die Eisblüten, in die ich mich damals total verliebt hatte, in das Set. Und das ist jetzt auch so ähnlich gehalten. Und da habe ich mitgearbeitet. Allerdings der Spruch ist aus einem anderen Set. Und zwar ist das aus dem Feiertagsklassiker, was ihr auch jetzt in unserem neuen Herbst-Winter-Katalog findet, weil ich das doch dann ein bisschen ansprechender fand zum Fest. Liebe Wünsche, wenn man diese Karte, die Schokolade hier verschenken möchte, ist es vielleicht zu Weihnachten. Und da fand ich das jetzt so ein bisschen passender. Ansonsten habt ihr aber bei dem Set Wintertraum heißt er hier: In der Ruhe des Winters liegt die Kraft fürs Neue. Ich halte euch das mal ein bisschen dichter, auch in einer sehr schönen Schrift, wie ich finde. Oder verschneite und verträumte Wintergrüße. Ja, wir hoffen natürlich irgendwann mal auf Schnee. Oder stiller Zauber. Das bezieht sich natürlich eben auf wirklich den Winter. Und da fand ich jetzt das für die Verpackung nicht so geeignet. Allerdings total geeignet fand ich das Papier. Und auch die Stanzformen, die hier zugehören. Die möchte ich euch natürlich auch nochmal kurz vorstellen. Ich habe die einmal hier in der Kopie. So besser. Und ihr habt natürlich einmal hier die Seite, bei denen diese filigranen Strukturen herauskommen. Die habe ich jetzt auch für unsere Projekte hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Da habt ihr hier dann zum Beispiel so kleine Zweige oder auch nur Nadeln. Also ein paar ganz nette, ausgefallene Sachen sind dabei. Und ihr habt natürlich wieder dabei auch die Stanzformen, die dann hier zu den Stempeln gehören. Also hier zum Beispiel dieses kleine Winterlandschaft mit den Bäumen könnt ihr ausstanzen. Ihr könnt hier nochmal was auch hineinprägen, stanzen ins Papier mit den Sternen oder mit den Flocken. Und natürlich das Gestempelte, was ihr hier habt, auch nochmal mit den Stanzformen dann ausstanzen. Ja, wir konzentrieren uns aber heute eher auf diese Stanzform. Wie gesagt, ich hatte das schon soweit vorbereitet für euch, damit das hier alles gleich ein bisschen schneller geht. Und das Stempelset brauchen wir jetzt heute nicht, aber trotzdem, da wird nochmal was von mir kommen, auch wie wir dann mit den Stempeln was arbeiten. Und ich denke, da gibt es auch wieder ganz tolle Sachen und Umsetzungsideen. Ja, zu dem Set oder zu der magischen Winterreihe gehört natürlich auch das tolle Designerpapier, was ich gerade schon gesagt hatte. Das hatte ich euch auch, glaube ich, schon vorgestellt. Da haben wir hier verschiedene winterliche Motive, auch wieder so ein bisschen angelehnt natürlich an das Stempelset. Hier auch wieder diese Waldreihe und diese, ja, Zweige und Beeren. Und auf der Rückseite habt ihr dann einfach auch wieder diese beruhigenderen Töne dabei. Das Ganze findet ihr in den Farben Frauengrün, Lagunenblau. Die habe ich noch mal hier. Blaubeere ist dabei, Abendblau, Malve, Schiefergrau. Das sind so die Hauptfarben in dem Designerpapier. Und ihr könnt das hier wieder, ich sehe schon, also ihr seht, ne, wenn man das hier zum Beispiel kombiniert, das sind also ganz tolle Ergebnisse, die man dabei hat. Ja, das habe ich hier auch gemacht. Ich habe hier also die Schokoladenverpackung. Das sind so Schiebeschachteln. Ihr seht, die sind an der Seite offen und man muss es eigentlich nur herausschieben oder ziehen, wenn man das dann gegriffen hat. Einmal hier habe ich mit Lagunenblau gearbeitet, hier mit Blaubeere und dann habe ich hier natürlich Malve benutzt. Ja, und da habe ich auch mit den einzelnen Produkten aus von den Stanzformen gearbeitet. Und ja, wie wir das machen und auch natürlich noch eine passende Karte, das zeige ich euch heute. Das geht mal zur Seite. Ich habe auch noch eine Schachtel Schokolade hier übergelassen, mit der wir jetzt erstmal arbeiten. Damit geht es los und ihr benötigt dazu natürlich erstmal einen Farbkarton in der Trägerfarbe. Ich lasse mal eine hier so liegen, dass ihr seht, wie das fertig ist. Das heißt einmal hier diese Umrandung. Und da wähle ich jetzt,
weil ich auch relativ viel mache, eigentlich eine recht einfache und simple Methode. Das heißt, ich messe mir eigentlich im Vorfeld einfach mal hier die Tafel Schokolade oder das, was zu verpacken ist, aus. Und rechne dann so 1 bis 2 Millimeter Falzlinien dazu und habe dann letztendlich meine Verpackung, sodass ich jetzt erstmal grundsätzlich auf ein Maß komme. Wenn ihr mehrere Exemplare machen wollt, dann könnt ihr die DIN A4-Seite nehmen und die kurze Seite anlegen und das dann entsprechend dann gleich falzen. Die Maße gebe ich euch natürlich gleich und dann halt auch dann zuschneiden. So könnt ihr aus einem Bogen, wenn ich mich richtig erinnere, 3 Verpackungen herstellen. So, da kommen wir aber gleich zu. So, das heißt, ihr legt euch mal eben einmal den Farbkarton bereit und wir falzen jetzt einmal bei 8,3 cm. Dann geht es weiter bei 9,6 cm. Ihr schiebt weiter bis auf 17,9 cm. Und letztlich nochmal bei 19,2 cm. So habt ihr das Ganze durchgezogen. Und dann schneidet ihr euch die Breite der Schokolade zurecht. Und das ist dann in diesem Fall 8,6 cm. So, und da könnt ihr euch dann jedes Mal kleine Stücke herausschneiden und ihr seht, ihr bekommt genau 3 Verpackungen aus einem DIN A4 Bogen. So, wenn ihr das im Vorfeld alles schon gefalzt habt, geht das jetzt eigentlich ruckzuck, dass ihr das dann auch noch schnell zusammenfalzt und dann ist die Verpackung schon fertig. Das ist einmal der Grundstock, dann benötigt ihr etwas, einmal weißen Cardstock oder weißes und weiß. Dann schneidet ihr euch ein Stück zurecht in 8 mal 7,8 cm. 8 mal 7,8 cm. Das ist einmal das. Und wir benötigen ein Stück Designerpapier. Und da habe ich jetzt das gewählt mit dem eher bläulichen Tönen, weil ich ja auch hier mein Lagunenblau habe. Und da schneidet ihr euch ein Stück zurück in 7,7 mal 7,5 cm. Und das halbiert ihr einmal diagonal. Das heißt, ihr legt euch das Ecke auf Ecke hier in an eurer Schneidelinie an. Na, da ist es verrutscht. So, zieht das Schneidemesser ungefähr in die Mitte und schiebt dann einmal nach oben und nach unten, sodass ihr dann 2 habt. Eins davon benötigen wir nur, das heißt, ihr könnt eins zur Seite legen für eine zweite Schachtel. Ja, ihr nehmt euch jetzt am besten etwas Abreißklebeband und das ist, ich habe es ja schon einmal nachgefalzt, einmal hier die Klebelasche und auf die kommt das Abreißklebeband. Und jetzt falzt ihr das nochmal kurz nach in alle Richtungen. Und dann ist es eigentlich ganz einfach, dass ihr das nur abzieht, einmal hier umklappt und dann hier gerade Ecke auf Ecke, Linie auf Linie draufsetzt. Einmal nachzieht in alle Richtungen und dann ist das schon eure Umverpackung. Und das sollte auch genau hier reingehen. Ich finde, das ist immer am einfachsten und auch am effektivsten. Und das letztendlich dekorieren wir es ja noch schön aus. So, dass, auch wenn jetzt hier kein Boden ist und ihr das nochmal rausschneiden müsstet, das eigentlich schon eine recht tolle Verpackung ist. Ihr müsst nur ein bisschen darauf achten, dass ihr hier halt so 1 Millimeter an den Seiten noch übersteht, dass man halt eben die Schokolade, und das seht ihr, so auf Anhieb gar nicht erkennt. Ja, dann könnt ihr schon das grundweiße Papier einmal montieren. Es ist ja sehr eng geschnitten mit 8 x 7,8 cm. Da müsstet ihr eben darauf achten, dass ihr hier die einzelnen Abstände habt. Das hier wäre nicht richtig. So müsst ihr es dann hinlegen. Das heißt, die längere Seite liegt jetzt vor euch. Dann nehme ich jetzt ein bisschen Flüssigkleber, gar nicht so viel, und setze das
passend hier auf die obere Verpackung. Das gleiche macht ihr jetzt mit eurem Dreieck, das ihr ausgeschnitten habt. Das ist ja nochmal einen Ticken kleiner. Und wenn ihr sagt, oh nee, ich möchte das doch nochmal ein bisschen weniger haben, ich werde das jetzt hier gleich einmal machen. Ihr seht das hier in der Ecke. Dann nehmt ihr nochmal euer Schneidebrett und legt das hier bei der Schneidelinie direkt an der oberen braunen Kante an. So. Und schneidet nochmal so ein kleines Stückchen ab. Wie gesagt, das muss nicht sein, könnt ihr aber gerne machen. Dann habt ihr nochmal eine größere Struktur oder einen Unterschied zum Rand. Und das seht ihr jetzt hier dann nochmal ein bisschen besser. Auch das klebe ich jetzt schon fest. Und dann habt ihr hier schon mal soweit die ausdekorierte Geschichte. Es fehlt jetzt noch der Auflieger. Und da habe ich ja einmal gesagt, ich habe den Spruch zum Fest Liebe Wünsche von den Feiertagsklassikern genommen. Und ich habe aus dem neuen Katalog, ich suche es euch schnell raus, einmal das moderne Oval. Das findet ihr auf Seite 54. Und das ist passend zu dem Set Modern Floral. Und da habt ihr diese Stanzform hier, die finde ich eigentlich auch nochmal sehr schön und sehr gelungen. Und da passen auch ganz, ganz viele neue Sprüche aus dem Herbst-Winter-Katalog hinein. Und den, oder beziehungsweise diese Stanze, die habe ich jetzt benutzt. Und dann nehmt ihr euch nochmal ein Stück Grundweiß. Und ich stempel grundsätzlich sowas immer ganz gerne mit Espresso. Davon könnt ihr gleich zwei machen, weil wir benötigen auch gleich noch eins für unsere Glück oder für die Karte. Deshalb habe ich das jetzt schon zweimal abgestempelt. Dann haben wir das schon einmal fertig. Ja, und dann stanzt ihr das einfach nur noch einmal aus. Den einen gut zur Seite legen, den benötigen wir gleich. Und ja, ihr seht hier, diese kleinen Blüten, die hatte ich ja schon ausgestanzt. Das hatte ich hier schon soweit vorbereitet. Und da habe ich mich halt auch an den Blautönen aus dem Designerpapier orientiert. Und da lege ich einfach, oder ich nehme einfach ein paar Dimensionals, klebe die rückseitig auf mein Etikett. Ungefähr so vier Stück. Hier könnt ihr auch gut die Reste vom Rand nehmen, wenn das so ein bisschen länger ist. Und dann klebt ihr die einmal so ein bisschen dahinter. Gar nicht so viele, so drei Stück reichen. Und was ihr auch gut machen könnt, ihr könnt die noch so ein bisschen kürzen. Und klebt sie dann hier, dass sie einfach nur so aus dem Etikett herausschauen. Da haben wir noch einen in Blau. Und ihr seht, ich habe hier nochmal auch Silber verwendet. Und da haben wir was online-exklusiv im Moment. Und zwar ist das das selbstklebende Glitzerpapier. Das heißt, das ist in Gold und in Silber im Moment im Online-Shop zu erwerben oder zu kaufen. Kostet 8,50 Euro. Und ihr habt dort auf der Rückseite schon die Klebefolien. Ich habe das jetzt hier einmal vorbereitet. Ich habe das einmal durch die Stanzmaschine gegeben. Und ihr seht, das ist hier einmal durchgestanzt. Und ihr könnt das jetzt hier gleich abziehen und das Ganze klebt. Also das ist eigentlich sehr praktisch und ihr braucht dann nicht nochmal da halt, gerade bei diesen filigranen Stücken ist es natürlich sehr schön, dass ihr das Ganze dann direkt ablösen könnt. Und das mache ich hier einmal. Papier habt ihr einmal hier und da seht ihr diese Elemente und ihr seht schon an meinem Finger, das klebt da dran. Genau, hier ist es raus. Hier habt ihr dann diese weiße Fläche und dazwischen ist, da könnt ihr es nochmal sehen, ne? Da ist dann der Auflieger. Also das kriegt ihr im Moment exklusiv im Online-Shop. Das gibt es nicht im Katalog. Schaut da einmal nach. Es ist auch noch erhältlich. Und ich schneide mir hier nur so ein kleines Stückchen ab. Das andere hebe ich gleich noch auf für meine Karte. Und dann lege ich mir das Ganze, so muss es, genau, einmal hier auf meine Schokoverpackung, einmal hier oben drauf und das klebe ich jetzt praktisch nur noch dahinter. Und
Und dann habt ihr die Schokoverpackung schon fertig. Was ich jetzt auch noch benutzt hatte aus dem Set, sind diese Strass-Elemente, die es dazu gibt. Und da können wir mal die in den Grüntönen nehmen. Da habe ich noch zwei so hiermit raufgesetzt. Ja, und da habt ihr schon die Schokoverpackung fertig. Anpassbar an jede andere Schokolade auch. Wie gesagt, messt euch die Ränder hier aus, gebt 2 mm, 1 bis 2 mm an Zugabe hinzu und das falzt ihr und dann sollte das Ganze funktionieren. Ja, das einmal die Schokoverpackung. Was ich euch ja auch versprochen hatte, ist auch eine Karte dazu. Da hatte ich schon mal hier zum Beispiel gearbeitet, die ist in Malve. Da habe ich hier das mit den Beeren benutzt, das Designerpapier. Das ist einmal die mit Malve. Und hier habe ich die einmal noch mit Blaubeere. Da haben wir dann kräftigere Blautöne. Und ja, da habe ich dann letztendlich vom Prinzip genauso gearbeitet. Das heißt, ihr nehmt euch einmal ein Stück Farbkarton. Ich nehme jetzt hier auch wieder mein Lagunenblau. Ich schneide mir jetzt hier einmal von der langen Seite 14,85 cm zurecht. Falze das einmal an der 21 cm Seite bei 10,5 cm und habe jetzt meinen Kartenaufleger. Dann müsstet ihr noch zwei Stückchen haben in Grundweiß, einmal für die Einlegerkarte und einmal auch für die Außenkarte. Und da nehmt ihr euch einmal das Stück Papier und schneidet euch 14,3 cm ab und das andere Stück hat 10 cm, also 14,3 mal 10 cm. Das ist dann einmal der Innen- und einmal der Außenaufleger. Ja, und dann benötigt ihr nochmal ein Stück Designerpapier. Und da nehme ich auch wieder ein Stück mit dem gleichen, was ich eben hatte, hier mit den eher Blautönen und schneide mir dann ein Stück zurecht in 13,8 cm. Das haben wir hier. Und das dann mal 9 cm. Und das wird auch wieder diagonal geschnitten. Das heißt, ihr legt euch das diagonal in eure Schneidekante und schneidet einmal nach oben und nach unten. Das zweite Stück könnt ihr auch wieder aufheben für eine zweite Karte. So, dann habt ihr ein Dreieck über. Und damit arbeiten wir jetzt weiter. Das heißt, wir montieren dieses Dreieck einmal auf unserer weißen Trägerkarte hier oder Grundkarte. Und das Ganze wird dann auch auf dem Lagunenblau getragen. Ich finde das so eigentlich ganz in Ordnung oder auch ganz schön. So habt ihr dann eine Schokoladengeschichte mit einer passenden Karte dazu. Es wiederholt sich dann so ein bisschen. Ihr habt ja bei meinen Sketch-Vorträgen, haben wir ja immer auch Beiträge, wo beides sich wiederfindet. Ne? Mal eine Verpackung und dann halt eben auch eine passende Karte dazu. So, die Innenkarte, die klebe ich auch schon ein. Wer möchte, kann hier natürlich nochmal mit dem Stempelset vielleicht hier und da auch noch so kleine Blüten stempeln. Ich verzichte da jetzt drauf, sondern konzentriere mich auch hier jetzt nochmal auf das Ausdekorieren. Ich hatte ja hier gerade schon den Spruch ausgestanzt. Auch hier kommen jetzt, und diesmal ein paar mehr Dimensionals hinter, weil wir jetzt den Aufleger komplett umranden wollen von hinten. Da brauche ich ein bisschen mehr. Und dann nehme ich mir auch wieder meine ausgestanzten Elemente. Gleich kommt auch wieder mein Silber zum Vorschein. Hier ist es schon. Und lege mir auch hier ein bisschen. Kürze das immer so ein bisschen und umrande letztendlich mit den einzelnen ausgestanzten Elementen meinen Aufleger. Hier habe ich dann auch noch mal was in V und Blau.
Die Farben finden sich dort ja auch wieder. Ich weiß nicht, hört ihr auf dem Video eigentlich hier dieses Windgeheule, das wir hier heute haben? Ist schon echt ordentlich. Aber Gott sei Dank haben wir kein Hochwasser. Wir haben eher das Gegenteil hier oben an der Küste. Wir haben eher gar kein Wasser, sodass ganz viele Schiffe zu den Nordseeinseln ausfallen. Während die Ostsee Hochwasser hat. Das ist halt dann beim Ostwind. So, das ist einmal der Aufleger. Da haben wir jetzt hier noch, da kann vielleicht hier noch in der Mitte ein Dimensional, dass das Ganze noch besser hält. Und den setze ich mir hier so auch ruhig ein bisschen schräg auf die Karte. Und was jetzt ja noch fehlt, ist so ein bisschen der Silberakzent. Und da schneide ich hier und da eigentlich nur noch so ein paar Zweige ab, die ich dann auch einfach nur hier zwischen noch setze. Also ich habe gar nicht so diese großen Zweige jetzt hier eingesetzt, sondern eher die kleinen. Da bin ich vielleicht auch so gleich ein bisschen geizig gewesen. So, auch hier noch so ein paar Strasselemente. Nehmen wir mal die hellen. Auch die gibt es, wie gesagt, zu der Reihe zu kaufen. Und dann habt ihr passend zu eurer Schokolade eine ganz tolle Karte gestaltet. Das Ganze mit dem Set Wintertraum bzw. der entsprechenden Reihe dazu. Ja, und die ganzen Stanzformen. Hier zeige ich sie euch nochmal, was man alles ausstanzen kann. Und ja, eigentlich eine so ganz schöne, hoffentlich für euch auch, Geschenkidee zur Weihnachtszeit. Ja, ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit, ein ganz tolles Wochenende. Weht bitte nicht weg. Vielleicht sitzt der ein oder andere ja auch am Basteltisch und guckt, ob er das vielleicht nachbastelt. Das würde mich freuen. Ja, und bis wir uns dann wiedersehen, bleibt kreativ. Tschüss!